Alright, Robert, willkommen im Asphaltgold Vintage Wohnzimmer. Das ist ja komplett dein Segment. Nike Vintage Running. Was ist denn für dich so das Besondere an diesem ganzen 70s, 80s Nike Vintage Thema? Ja, wie das ganze Farbenmeer hier schon vermuten lässt, halt diese Farbvielfalt und die Kombination der Farben war so das, was mich gecatcht hat. Ne? Und 2005, da gab es auch eine ziemlich fette Kampagne, wo diese ganzen Vintage-Styles zurückgebracht wurden, Daybreak, LD1000 etc. Und das ist so ein Low-Key-Style, sag ich mal, von 501 T-Shirt und dann aber einen farbigen Schuh, so. Halt das Ding, das war einfach damals. Ja, das ist eine Sache, die uns verbindet. Wir haben beide den Schuh, wir sehen verschiedene Größen. Haben wir gemeinsam mit Frank Ocean, der den Schuh auch schon getragen hat. Ja. Genau. Wir haben ja gesagt, Bright Colors sind irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal aus dieser Ära, aber vor allen Dingen auch die Waffle Soul, die alle vereint. Das ja der Bill Bowerman mit seiner Frau in der Küche entwickelt hat. Und als seine Frau halt das Waffeleisen dann rausgelassen hat, hat es bei ihm irgendwie Klick gemacht. Und dann hat er halt mit einer entsprechenden Gummimischung mal so ein Waffeleisen missbraucht und gemerkt, ey, das könnte funktionieren. Ja, wir reden ja hier auch so ein Stück weit von der Essenz von Nike halt. Also ich meine, etliche Schuhe heutzutage greifen entweder die Farben auf oder halt auch Designelemente. Shape und auch Linienführung ist halt einfach super harmonisch, also Einfluss. Und ob es jetzt das Lace Day ist, das hier super krass harmoniert, sind Details, aber ja, macht einen Klassiker aus. Und auch die Swoosh-Form halt, wie sie sich halt so krass verjüngt halt einfach, ist schon echt schönes Teil, ja. Gibt es da spezielle sportliche Erfolge, wo der Waffle Tour auch mit beteiligt war? Ich glaube, dass der halt schon für den allgemeineren Läufer war. Also Track and Field war ja natürlich auf einen schmaleren Leisten natürlich. Mhm. Und deswegen war das eher ein Stück weit mehr der Volksschuh. Mhm. Und klar, absolutes Aushängeschild war Prefontaine, der dann ja auch früh verstorben ist leider. Aber auch gar nicht mal unbedingt so die Goldmedaillen gewonnen hat, sondern durch so seinen krassen Schnauzerstil und Attitude dann auch aufgefallen ist. Robert, du als Einkäufer allgemein hat man natürlich das Privileg, sehr früh die Kollektion zu sehen, zu ordern. Und du hast natürlich dann den Retro schon früh in der Hand gehabt. Und wie ist er geworden? Spann uns nicht auf die Folter. Ist er gelungen? Er ist gelungen. Er ist super gut sogar. Und ja, wenn man den OG kennt, guckt man natürlich erstmal so an die Feinheiten. Und wie gesagt, Schriftzug hinten ist gleich, Swoosh ist schön. Und ja, das Mesh ist vielleicht ein bisschen gröber, aber auf jeden Fall auch cool. Und das Suede ist auch so schön fuzzy. Mhm. Und deswegen auf jeden Fall super gelungener Retro. Und man merkt auch, dass Nike auf jeden Fall bei den Spezialisten und bei den Händlern nachfragt, was man sich wünscht. Und das ist auf jeden Fall sehr erfreulich, dass man das jetzt im Produkt sieht. Ja. Cool. Ja, dann hoffe ich, dass wir in Kürze den nächsten Erfolg bei den Retro Recalls feiern können. Ich glaube, da ist ein bisschen was in der Pipeline. Wir sehen uns beim nächsten Vintage Compendium. Okay. Danke vielmals.